ich da reingeguckt habe, fand ich eine super nette Idee von euch. Die Sandra soll ich schöne Grüße ausrichten, die hat sich auch sehr gefreut. Die ist schon wieder zum Nachtdienst, die hat leider nichts davon heute. Aber sie wird morgen ein Gläschen Sekt darauf trinken und sagt auch nochmal herzlichen Glückwunsch euch allen. Ja. Aha, so hört sich ja Chicken an. Okay. Was hört sich an? Das war unser Leiter. Ach so. Ich hab gedacht, das war der Chicken. Nee. Alles gut. Kollo, darf ich bei dir mitfahren? Ach, ich hab schon lange drauf gewartet, dass du was sagst. Ja, ich hab 4 Wochen jetzt nicht mehr gezockt. Ich bin voll aus dem Rhythmus. Aber dann musst du reiten, nicht sitzen. Tja. Da, ey, da vorne reitet das Taxi. Ohne Besetzung. Ich komm schon alleine. Typisch Taxifahrer, oder? Wie geht's euch überhaupt? Ihr wart auch lange nicht mehr da, ne? Taxi und Schnuppi. Ja, beide. Ja, von 6 bis 6 Stress. Genau der. Von 6 bis 6. Ja, ja. Mit 6. Ja, das ist schon schlimm, ja. Anstrengend. Wir sind ja wieder da. Ach, ist das geil, heute Abend mal nicht lernen. Oh, ist das schön. Dani, was hast du? Ich wollte vorhin mal zu euch in die Party, zur Divine, zu Franzi, aber die war nicht da. Hä? Der Markus hat doch gar keine Augen. Weil die Party, ich bin 5-mal drin gewesen, aber... Oder kann sein, wo ich gerade wiedergekommen bin. Aber meine Freundin ist, glaube ich, krank, hat sie gerade geschrieben. Oh, was hat sie denn? Moment, eine Krankheit, ich weiß nicht. Okay. So, jetzt. Ja. Ja. Bellit habe ich gerade Level 511 geschafft. Wir haben eine Call to Arms nach der anderen gemacht. Ungefähr 1000 XP, dann bin ich 277. Ja, super. Jo. Das läuft doch. Ja. Und das ohne Klitschi-Klatschi. Ja. Nur du, diesmal ist er weniger gestorben, unser lieber Zöppel. Also, im ersten bin ich dreimal verletzt worden und letztes Mal gar nicht. War gar nichts. Nein. Ja, weil wenn du im Keller sitzt, kann ich keiner verletzen. Ja. Kuckuck. Guckt aus dem Wald. Ach, Melli. Oh, das war's. Alter. Nein! Komm gleich. Ich stehe auf dem Zug. Da guck ich.
Sag mal, der SHL war nicht dafür gedacht, dass ich dich wiederbeleben muss. Plötzlich kommt der. Der war nicht plötzlich, der war schon länger unterwegs. Ja, hoffentlich ist der Zug nicht kaputt. Tja, was willst du jetzt machen? Ich muss nochmal neu starten. Würde ich sagen. Oder bringen wir die Säcke. Oder bringen wir die Säcke so weg. Nee, das ist doch zu wenig. Mach ruhig Neustart. Das ist kein Problem. Alter, geil. Ich hab den Zug nicht gesehen. Plötzlich war mal steht er da und kommt. Hast du Banyaya heute Nacht gemacht gerade, oder? Was ist mit meinen Eier? Banyaya, Rennfahrer. Zwei Runden vor Schluss, hast du auf die Schnauze und ist. Das ist nicht Weltmeister. Wer ist das? Ein italienischer Rennfahrer. Ach so. MotoGP, Motorradrennen. Ach, jetzt ist er gleich Formel 1, gell? Hier liegt ein kaputtes Schild. Schau mal mein geiles Auto an. Wer ist das denn hier? Ey! Boah! Was war das denn? Ich bin ein Fisch! Ach, du. Nicht ansteckend, oder? Was wolltest du sagen für die Moneymaker vorhin? Wir hatten ein Date mit den Moneymakers. Und da haben wir wieder mal gesehen, wie schön die doch mogeln können. Benoki hat grundsätzlich nur mit der Bola gearbeitet. Und sie sind auch diesmal nicht weggelaufen. Ich kann euch ja auch sagen, warum. Weil die zu viert waren und wir zu zweit. Mhm. Wir haben uns den Spaß aber mal gemacht, weil ich gesagt habe, tja, wir lassen denen mal ein Erfolgserlebnis. Genau. Lassen uns mal ein bisschen fesseln, weil sonst hauen die nämlich immer wieder ab, wenn sie uns sehen. Also, spielen wir mal richtig scheiße, lassen sie ein paar Mal gewinnen. Und das hat genau geklappt. Die haben sich voll in der Party aufgeregt und fanden das voll geil. Haben sich daran hochgezogen. Genau, lief alles nach Plan. Und das nächste Mal werden sie bestimmt nochmal versuchen zu fighten. Und am Sonntag ist Finale, hä? So ungefähr. Auf der ganzen Strecke. Ach ja. Außerdem haben die irgendein Event wieder vor. Und wer fesselt mich denn da schon wieder? Also ich bin's nicht. Ja. Ja, oh, ja. Die Hälfte hängt am Bart dran. Ach ja. Was hast du? Ist doch alles gut. Na ja. Kof-Taxi wird nicht geschlafen. Oh!
Dani dreht den Zug bei. Mensch, Dani dreht doch den Zug bei, Mensch. Oh, schlürf nicht so in mein Ohren, ey, du. Du siehst die Topfverschnitt, du. Ich hab meinen Hut verloren. Mensch. Also Dani.